Hallo, ihr Hübschen. Jetzt der dritte Teil von 1000 Fragen an dich. Eine Kooperation mit ein paar anderen YouTubern. Die stehen alle hier unten drunter, unter dem Video. Verlinke ich euch. Genauso, die werden die gleichen Fragen wie ich beantworten, nur ein bisschen anders. Also, jetzt haben wir die 41. Trennst du deinen Müll? Ja, natürlich trenne ich meinen Müll. Also, ist es zwar auch trotzdem irgendwie alles Müll. Wenn man auch Müll trennt, ist es Müll. So. 42. Warst du gut in der Schule? Ganz auf an, wie man das nennen möchte. Gut in der Schule? Ja, ich war gut, ein guter Fußball. Für die anderen Mitschüler war ich ein guter Fußball. Für die eine Seite und für die andere. Aber sonst würde ich mal sagen, ich habe das gelernt, was man halt in der Zeit der Schulzeit lernen sollte. Wollte oder wie auch immer. 43. Wie lange stehst du normalerweise unter der Dusche? 10 Minuten. 44. Glaubst du, dass es außerirdische Leben gibt? Ja, wir sind doch selber außerirdisch, gell? Ich meine, das ist doch alles nur eine erfundene Sache, dass wir Menschen sind. Wir können auch außerirdisch sein. Also wir sind doch selbst vielleicht die Außerirdischen. Hm? Naja. 45. Um wie viel Uhr stehst du in der Regel auf? Unterschiedlich, ganz drauf an, wann ich wach werde. Aber wenn ich Termine habe, stehe ich natürlich um 7 Uhr oder 6 Uhr auf. So. 46. Feierst du immer deinen Geburtstag? Nein, seit dem 18. Geburtstag feiere ich gar keinen Geburtstag mehr, außer den 25. Den habe ich dann nochmal probiert zu feiern. Aber der ist wohl eher in ein Desaster, oder wie auch immer das man nennen darf, geendet. So, dass ich gedacht habe, nee, die nächsten 50, 60 Jahre feiere ich mit mir selber und gehe da lieber wieder auf ein Nicole-Konzert, wenn Nicole dann an meinem Geburtstag ein Konzert gibt. Oder mache mir einen anderen schönen Lenz. Und jetzt zur Zeit mache ich mir immer einen schönen Lenz an meinem Geburtstag mit meinem Schatzi. So. 47. Wie oft am Tag bist du auf Facebook? Das ist auch unterschiedlich, ganz drauf an. Also wenn ich Nachrichten kriege und die an mein Handy zu sehen sind, dann gucke ich da natürlich nach, mal zwischendurch. Ansonsten, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Mal vielleicht. Oder ein bisschen öfters. Auf jeden Fall bin ich gerade noch online, sozusagen. Aber am 1.5. bin ich offline, Leute. Das erzähle ich aber in einem anderen Video. 48. Welchen Raum in deiner Wohnung magst du am liebsten? Gerade wo ich hier sitze, auch wenn es ein bisschen chaotisch da hinten ist, aber ich finde diese Bilder hier, da ist ein schönes Bild und da ist Nicole und da ist Barbara, denn allein, also ich habe hier die ganzen Künstler hängen. Ich bin also ganz toll mit allen möglichen Sachen. Außerdem ist es auch mein Jekos Zimmer hier. Er hat ja ein paar Spielsachen und Körbchen. Ne? Da passt das wieder. 49. Wann hast du zuletzt einen Hund oder ein anderes Tier gestreichelt? Jetzt habe ich einen Hund gestreichelt. So, guck hier. Da ist der Jekko. Jetzt ist aber genug. Jetzt kannst du wieder gehen, ne? Er ist eifersüchtig, weil ich mit euch rede. Komm. Er hat auch schönes Fell, Leute. Na gut, dann mache ich das weiter so. 50. Was kannst du richtig gut? Hunde streicheln. 51. Wen hast du das erste Mal geküsst? Ein Menschen oder geht es auch ein Buch oder so? Wen habe ich zuerst geküsst? Wen habe ich denn? Ich denke mal, dass ich meine Eltern mal zuerst geküsst habe. Irgendjemand von denen vielleicht. Oder meine Oma. Keine Ahnung. Oder soll das jetzt bedeuten, ein richtiger Zungenkuss und so? Dann vielleicht der erste Freund, ne? 52. Welches Buch hat einen starken Eindruck bei dir hinterlassen? Das kann ich euch auch gleich zeigen. Es sind eigentlich drei Bücher, die mich total beeindruckt haben. Haben auch aus dem echten Leben sozusagen der halbe Mann, der ist dem Leben Beine machen, heißt es, Florian Sitzmann geschrieben.
hat leider seine Beine bei einem Unfall verloren. Und das hat mich echt beeindruckt. Also das ist echt, also das muss gelesen werden. Und das andere Buch hier, Anita Burg, warum ich nie aufgab. Ja, das hat mich auch beeindruckt. Dies hat, sitzt halt auch seit einem Unfall im Rollstuhl, aber sehr beeindruckend. Die Frau, die macht immer noch ganz schön viel. Und das dritte Buch, was mich auch noch beeindruckt hat, ist dann Träume ändern ihr Gesicht von Kerstin Rotscher. Leute, nicht nur das ist auch wahre Geschichte, wahre Lebensgeschichte. Und dazu, ich möchte es mal nochmal zeigen, die hat so schöne Bilder da reingemacht. Finde ich zumindest. Also das ist ja auch jeder seins. Warte mal, ich guck mal. Ich sage ja immer jeder seins, ne? Wenn ich das jetzt so finde, so. Sowas so, Naturbilder und so, ne? Fällt alles raus, was da noch drin ist. Naja, auf jeden Fall haben mich diese Bücher beeindruckt. Und ich möchte auch mal sagen, zu diesem Buch und zu diesem Buch hier gibt es sogar noch eine CD dazu. Also das ist auch, das ist total beeindruckend, dass so Künstler, also so Sänger und überhaupt, dass es dann dazu auch noch Musik-CDs gibt. Also eigentlich wünsche ich mir das auch, ich träume davon ja auch. Ich wünsche und träume mir selbst, ein Buch zu schreiben und dazu noch eine CD rauszubringen. Das wäre der absolute Knaller, Leute. So, 53. Wie sieht für dich das ideale Brautkleid aus? Das hatte ich letztens gefunden, also eigentlich, naja gut, es gibt noch andere. Aber ich hatte letztens ein Brautkleid gefunden, wirklich Leute. Ich hätte es wirklich mitgenommen. Es hatte auch nur 30 Euro gekostet. War halt so ein Secondhand-Laden, Leute. Aber es hat mich angemacht, Leute. Aber das Blöde dazu, erstens, es war eine Nummer oder zwei Nummern zu groß. Und zweitens, ich habe ja schon meinen Schatzi mal gefragt. Nein, keine Hochzeit. Also brauche ich auch kein Brautkleid. Muss ich mir auch keine Gedanken drum machen dann. 54. Fürchtest du dich im Dunkeln? Nein, Leute. Das kommt davon, wenn man nachts Zeitung ausgetragen hat, erstens. Und zweitens, sogar nachts gerne mit dem Hund spazieren geht. Leute, warum soll ich mich dann vom Dunkeln fühlen? Ich gehe so, fürchten, meine ich. Ich gehe sogar ohne Taschenlampe durch die Gegend. Und da hat mein Freund und mein Schatzi mehr Angst vor, dass ich im Dunkeln spazieren gehe, ohne Licht, als ich. Also, das muss mal jemand nachmachen, ne? So. Wo waren wir jetzt? 55. Welchen Schmuck trägst du täglich? Meine Brille, Leute. Da ist Schmuck genug, ne? So. 56. Mögen Kinder dich? Ich denke schon. Wenn man schon Jugendliche oder Kinder als Fans beurteilen kann und überhaupt, ich meine, ja, ich liebe sie auch. Ich mögen mich auch. Wenn ich dann mal anfange mit Kindern zu spielen. 57. Welchen Film schaust du lieber zu Hause auf dem Sofa als im Kino? Da ich ja eigentlich gerne ins Kino gehe und weniger Fernsehen und andere Filme, aber andererseits, gut, Ostwind kann man auch zu Hause gerne gucken, aber ich fand Ostwind auch sehr schön im Kino zu sehen. Ja, also die Frage ist irgendwie blöd. Da würde ich lieber fragen, gehst du gerne ins Kino? Ja, wenn es tolle Filme für mich sind, also für mich zumindest, die ich mag. So, 58. Wie mild bist du in deinem Urteil? Was für ein Urteil, Leute? Bin ich hier beim Gericht oder was? 59. Schläfst du in der Regel gut? Unterschiedlich. Das ist auch unterschiedlich. Ganz drauf an, was ich Schönes träume. Und wenn ich dann in der Nacht davon wach werde und dann mir den Kopf mache, was war denn da passiert? Vielleicht springe ich dann auf und schreibe es auf oder schlaf dann weiter oder versuche weiter zu schlafen, um das weiter zu träumen, weil das richtig schön ist, wie Fernsehen. 60. Was ist deine neueste Entdeckung? Meine neueste Entdeckung ist, dass ich gerade 34 bin, ja? Bin ich, ne? Ja.
Meine, und die neueste Entdeckung ist dieser Papierkram. Diese Papierhaufen, die ein Mensch in 34 Jahren anhäufen kann, nur weil es halt Arbeitsverträge, Steuersachen, Versicherungen, also die ganzen Papierkram halt, was für Ämter, Arbeitsverträge, Renten, Dings, keine Ahnung, was auch immer, was also wichtig sein soll und muss für, ja, genauso wie Lohnabrechnung und sonst was. Und, wie heißt noch? Kontoauszüge. Das ist alles Papierverschwendung. Also, das ist meine neueste Entdeckung. Das ist totaler Müll. Umweltverschmutzung, Leute. Und man blickt nicht mehr durch. Man hat nur noch 10.000 Ordner da. Und denkt, ey, so viel kannst du gar nicht tragen. Verdammt, wohin mit dem Scheiß? Entschuldigung. Aber ist wirklich so. Manchmal ist das dann, denke ich mal, wohin mit diesem Papier? Außer, dass man das im Ordner sortiert. Und für irgendwann vielleicht nochmal, ja, muss man ja auch irgendwie, wenn man dann mal das und das beantragt noch oder wie auch immer, braucht man dieses eine oder andere Papier. Das ist meine neueste Entdeckung. Das ist echt die schlechteste, die ich überhaupt gemacht habe, weil ich nicht mehr weiß, wohin mit dem Papier. Und wirklich, ich muss jetzt schon wieder neu sortieren, weil so viel neue Post gekommen ist für diese ganzen Zeug, diese Papierzeug. Und Steuererklärung habe ich auch noch nicht fertig. Naja, ist auch Papier. Naja. Was soll man dagegen tun? Nichts außer einsortieren und irgendwo in eine Kiste oder in, nicht nur im Ordner, sondern in Ordner und Kiste und draufschreiben, was drin ist und was weiß ich, damit man auch ein bisschen den Durchblick noch kriegt, hat, ne? Ja, das war's dann auch von mir wieder. Mit den nächsten Fragen gibt's dann am 15.04. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und lasst es euch nur gut gehen. Ciao!